Hallo liebe Orakelfreunde, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading. Wir blicken heute zusammen in eine neue Woche und zwar vom 25. September bis zum 1. Oktober. Ein Monat neigt sich wieder dem Ende zu, ein neues beginnt. Weiters findet ihr in dieser Woche einen Vollmond. Ja? Ein Zyklus wird voll, ein neuer beginnt. Und wir starten wie immer in eine Grundüberschrift. Heute mit dem Orakel Himmlischen Helfer von Doreen Virtue. Gehen nachher weiter mit dem Keltischen Kreuz, mit den Zigeunerkarten. Und zu guter Letzt gehen wir noch ins Symbolon-Orakel. Welche Wachstumsmöglichkeiten zeigen sich in der nächsten Woche? Das sieht man aus diesem Orakel immer am besten. Helft mir auf meinem Kanal zu wachsen. Ich danke euch für eure Likes, Kommentare und neuen Abos, die eingehen. An alle bereits bestehenden Abonnenten sei hier ein herzliches Dankeschön ausgerichtet. Für private Legungen findet ihr alle Infos unten in der Box und spürt mit, wenn Personenkarten vorkommen, können die Rollen vertauscht sein. Zusätzlich könnt ihr auch noch die weiteren Orakel anschauen. Vier Jahreszeiten Orakel, Monatsorakel, Jahresorakel. Und los geht's für das Kollektiv, zwei Grundüberschriften. Wie lauten diese? Wir starten mit dem Thema Aktivist. Wir haben hier die Mutter Teresa. Ja? Ist im Tarot ähnlich gleichzusetzen mit dem Kaiser. Hier geht es um Aktion, jedoch wo kommt diese Aktion her? Aus einem friedvollen Inneren. Ja? Hier ist Tat von euch gefragt, eine wichtige Tat. Ja? Und wir haben die höhere Bildung. Es kann sein, dass ihr möglicherweise einen Kurs besuchen wollt, einen Kurs planen wollt. Hier geht es aber um die Bildungsstufen mit der geistigen Welt. Ja? Sprich für Intuition. Vielleicht bekommt ihr auch von verschiedenen Ratgebern, Büchern wichtige Informationen, die euch zur Seite stehen, genau in der Hinsicht zum Thema Aktion, sprich friedvolle Aktion. Wir schauen jetzt in die Zigeunerkarten und legen das keltische Kreuz aus. Ich bin sehr gespannt, was sich hier für uns alle zeigen möchte. Und los geht's. Die ersten drei Grundimpulse lauten etwas Geld, der Witwer und die Beständigkeit. Ja? Hier geht es um Geduld mit der kleinen Geldkarte. Der Geldfluss ist da, ist noch nicht das große Geld, jedoch fließt das Geld. Habt ihr damit Schwierigkeiten? Könnt ihr das annehmen? Möchtet ihr in finanzieller Hinsicht wachsen? Geht es hier bei allen Themen um diese männliche Person, die ihr kennt? Möglicherweise geht es hier um eine Vaterfigur, um einen Mentor oder um einen Mann an eurer Seite, in eurem Umfeld. Der kann etwas älter sein. Grundsätzlich steckt er in einem sehr großen Reifeprozess und er blickt auf diese Sache, auf diese Themen. Weiters haben wir mit der kleinen Geldkarte das Opfertum, sprich zu große Opfer bringen, Mangelbewusstsein, Märtyrertum vielleicht im Berufsleben. Ja? Vielleicht habt auch ihr mit so einem Mann auf eurem Arbeitsplatz zu tun, das kann hier auch sein. Auf eurer Gedankenebene haben wir die Hoffnung. Hier ist es sehr wichtig, auf einem Energielevel zu bleiben, euch selber treu zu sein, bei euch selbst zu bleiben, euch vom Außen nicht zu stark ablenken zu lassen. Auf der Ebene eures Unterbewusstseins haben wir die Treue. Wie schon gesagt, ihr dürft lernen, euch selber treu zu sein. Vielleicht geht es hier auch um wichtige Freundschaften, die vielleicht mit diesem Witwer in Verbindung stehen, die euch neue Hoffnung schenken, das kann hier auch sein. Und ansonsten habt ihr die Aufgabe, euch selber loyal zu sein, treu zu sein und vielleicht zu schauen, in welchen Freundschaften zu viele Opfer gebracht werden, ob das gesund ist oder nicht. In der Vergangenheit ging es um den Geliebten. Ja?
Der Witwer blickt in die Zukunft, der Geliebte in die Vergangenheit. Vielleicht ist hier ein Mann, wie gesagt, in einer sehr wichtigen Entwicklung, wo das Verliebtsein in der Vergangenheit hochgeschrieben wurde und aktuell ist hier jemand in einem sehr großen Reifeprozess. Es kann auch um eine Vater-Sohn-Verbindung gehen, die wir hier liegen haben. Das ist auch möglich. Ein Geliebter kann auch ein Seelenverwandter sein, sprich Freund, Familienmitglied sein. Seid hier sehr kreativ im Mitspüren, im Wahrnehmen. Öffnet euer Feld, dann kommen viel mehr Einflüsse beim Kartenlegen auf euch zu, auch wenn ihr die Videos anschaut. Ja? Seid nicht zu versteift auf bestimmte Themen. In der nächsten Zukunft, sprich in dieser Woche, im Laufe der Woche geht es um Verlust, Verlustängste, loslassen, lernen. Ja, es kann auch konkret um einen wirklichen Verlust gehen, wo höchste Eisenbahn ist aufzuräumen. Ja, und alles, was nicht mehr in unser Leben passt, darf sich hier verabschieden. Das ist immer leicht gesagt, hier ist ein riesengroßer Prozess im Hintergrund, der abläuft. Es geht mit Sicherheit um den Feind. Dieser Feind kann in eurem Inneren stecken. Dieser Feind kann sich natürlich auch im Außen zeigen, in zum Beispiel einer hier bestimmten Freundschaft. Also, wer ist hier Freund, wer ist hier nicht Freund? Und der Feind blickt in die Zukunft. Also, wie blickt ihr in die Zukunft? Mit welchen Augen? Ist der Kelch immer halb leer, ist er halb voll? Natürlich, wenn man in dunklen Zeiten feststeckt, ist das immer leichter gesagt als getan. Trotzdem ist das eine meisterliche Übung. Ja? In eurem Umfeld haben wir die Botschaft, hier wird absolut eine Botschaft an euch herangetragen, von wem auch immer. Hier geht es um Verlustängste, Loslassen, um feindliche Situationen, die diese Nachricht beinhalten kann. Und ihr hofft oder befürchtet eine Heirat, ja? Also hier hofft man auf eine Verbindung, dass sie sich möglicherweise bessert. Das kann hier partnerschaftlich gedeutet werden, natürlich auch im Berufsleben. Dort gehen wir auch wichtige Verbindungen ein oder in bestimmten Freundschaften, ja? Dann schauen wir in den Ausgang, meine Lieben. Da haben wir die Gedanken, die Reise und das Glück. Hier kann es um eine jüngere männliche Person gehen mit der Gedankenkarte. Es kann auch um das Thema der Bildung gehen, weil wir es hier schon liegen haben. Vielleicht habt ihr Lust, eine neue Weiterbildung zu machen. Vielleicht veranstaltet ihr sie. Macht euch Gedanken, wie das in die Fülle treten kann. Und vielleicht geht das sogar schon diese Woche in die Fülle, sprich in die Erfüllung. Vielleicht tut hier jemandem eine bestimmte Reise gut oder ein Umzug, der Glück bringt oder ein Auswandern oder ihr werdet besucht durch die Reise. Kann auch um einen Wagen gehen, um viel Bewegung, um Fortbewegungsmittel, einfach, dass etwas weitergeht, dass etwas nach vorne geht. Hier kann das natürlich auch bedeuten, dass ihr durch eine bestimmte Selbsterkenntnisphase genau in diese Situation kommt, die euch neues Glück beschert, meine Lieben. Ja? Was haben wir hier denn unter dem Deck? Das Unglück. Also hier wird ein Wake-up-Call stattfinden. Hier gilt es, etwas umzukrempeln im Leben, etwas zu wandeln, denn alles, was nicht auf Fels gebaut wurde, wird hier zusammenbrechen. Ja? Vielleicht entdeckt ihr in dieser Woche auch so bestimmte Illusionen oder es sind eure Mitmenschen, die sich Illusionen gemacht haben, wo ihr ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen könnt. Auch das ist hier natürlich möglich. Wie versprochen, gehen wir jetzt in die letzten drei Impulse aus dem Symbolon-Orakel. Welche Wachstumschancen bietet die Woche vom 25. September bis 1. Oktober? Bitte drei Impulse für das Kollektiv, das mir hier zuschaut. Wir starten mit dem blinden Fleck, da lautet die Partnerschaft, ja. Hier geht es sehr stark um das Spiegelgesetz, also alles, was mich am anderen stört, lässt mich wachsen, da es mit mir in meinem Inneren etwas macht. Fasst euch in dieser Woche sehr stark selbst an die Nase und projiziert nicht alles nach außen.
Und es ist hier wichtig zu verstehen, wer geht den Weg mit euch und mit wem geht ihr nicht mehr weiter. Ja? Hier ist es sehr wichtig, dass man lernt, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ja? Setzt euch nicht höher als andere Personen und setzt euch nicht tiefer, setzt euch auf die gleiche Stufe. Wenn das nicht möglich ist, hat jeder eine Chance, etwas zu verändern. Ja? Oder wie gesagt, eine Situation zu verlassen. Denn mit Mephisto auf eurem Weg geratet ihr hier manchmal in Teufelsküche. Hier ist ein weiterer Hinweis auf Skorpiongeborene. Vielleicht habt ihr es mit Skorpiongeborenen zu tun. Mephisto, Teufelsküche, spricht von Fixationen, wo es höchste Eisenbahn ist, euch davon zu befreien. Hier seid ihr falschen Bildern, falschen Versprechungen auf den Leim gegangen und ihr werdet es durchschauen. Ja? Wohin führt denn das Ganze, meine Lieben? Zur Befreiung aus einer Schuld. Schuld gibt es nicht. Auch hier ist wieder die Frage, werdet ihr zum Opfer, werdet ihr zum Täter oder tretet ihr ins neue Schöpferbewusstsein ein? Die Karte der höheren Bildung spricht vom Universum, das es euch führt. Geht in euer Schöpferbewusstsein. Ja, und geht in gesunde Aktionen, die hier von euch vom Leben gefordert werden. Hier dürft ihr niemanden an die Wand spielen. Wie gesagt, es ist Zeit, euch selbst an die Nase zu fassen. Hier geht es auch darum, eine bestimmte Bekenntnis zu machen und zum Täter zu werden, auch wenn ihr davor ganz stark zurückscheuen möchtet. Ja, hier wird eine Tat von euch verlangt und ich würde zusammenfassend das so formulieren, dass hier das Leben von euch eine schöpferische Tat erwartet und euch dabei unterstützt, wenn ihr loslasst. Da kommen die Lösungen meist ganz von alleine und stellt euch zum guten Schluss die Frage, was, wenn alles gut ausgeht und was ist das Schlimmste, was mir hier wirklich passieren kann. Das relativiert sehr viele Situationen. Ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte Woche mit meinen Impulsen. Schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.